überall drin, in Smartphones, Computer oder Autos. Und ohne sie geht fast nichts mehr. Halbleiter und Mikrochips sind für die Digitalisierung und die Weltwirtschaft im 21. Jahrhundert nicht wegzudenken. Nach dem Motto, Technik muss dem Menschen dienen, sitzt in Poing bei München ein starker Partner für innovative Produkte. Willkommen beim Vorreiter und einem der größten Händler für Halbleiterprodukte seit 1969. Das ist die EBV Elektronik GmbH. Warum sind Mikrochips das neue Öl, in Anführungsstrichen? Letztendlich ist in jedem Produkt, das in die Elektronik oder Elektrotechnik reingeht, sind Halbleiter drin. Es ist de facto Know-how, das in Silizium abgebildet wird. Und wenn Sie sich anschauen, was man heute liest über Smart City, Robotik, künstliche Intelligenz, dann ist das eigentlich die Grundlage dafür. Wenn Halbleiter das Öl des Ganzen sind, dann ist das, glaube ich, der Supertreibstoff. Denn das ist die Intelligenz, die dahinter steckt. Lässt sich das überhaupt technisch leicht erklären, so ein Halbleiterchip, also wie er funktioniert? Die Grundfunktion aller Halbleiter ist es, in der Technik die elektrische Leitung und auch den Widerstand zu kontrollieren. Ein Mikroprozessor funktioniert wie ein Computer. Es kann berechnen, Daten senden und so weiter. Ermöglicht wird das Ganze durch Millionen von Transistoren in diesem kleinen Mikroprozessor. Zum Beispiel in Autos, so in der Sensorik, in der Navigation, auch in allen technischen Haushaltsgeräten. Das heißt, für uns wäre heute eine Welt ohne Halbleiter kaum vorstellbar. Die Intelligenz, das Hirn dieser Chips, wo steckt das denn da drin? Das ist in dem Fall diese Bausteine mit den vielen Beinchen. Ganz viele kleine Beinchen, das sind typischerweise die Bauteile, die man als Mikrocontroller oder Mikroprozessoren bezeichnet. Die sorgen dafür, dass letztendlich das, was an Daten reinkommt, zum Beispiel über einen Sensor, verarbeitet wird und dass dann Aktionen passieren. Und wenn es um Aktionen geht, dann kommt diese Leistungshalbleiter häufig zum Einsatz, weil ich einen Motor ansteuern muss oder weil ich einen Roboter in irgendeine Richtung gehen lassen will. Und da habe ich relativ viel Energie, die ich steuern muss. Man merkt halt einfach, dass diese Produkte unheimlich viel bewegen können. Wir agieren auf allen Ebenen. Das heißt, wir haben den Einkauf vorrangig derzeit, natürlich die sogenannte Logistikfachabteilung. Wir kümmern uns aber auch um Entwicklung und natürlich am Ende sprechen wir auch mit der Unternehmensleitung. Die Herausforderung ist, dass wir es bei mir in der Gruppe anders gelöst haben. Das heißt, wir haben sehr oft mit Kunden zu tun, die gar nicht selber bestellen, sondern alles über Dienstleister machen. Und da haben wir gesagt, dann bündeln wir die Dienstleister in einer Gruppe als Single Point of Contact Konzept. Das heißt, komplette Transparenz zum Kunden, aber auch zum Hersteller. Alle wissen, wo die Ware ist, wie viel Ware da ist. Und damit haben wir so ein Gesamtorchestrieren des gesamten Supply Chain Managements. Wir beliefern von hier aus täglich 5000 Auftragspositionen. In anderen Worten sind das durchschnittlich 90 Millionen Halbleiter pro Tag, die wir ausliefern. Das heißt, jede Ware muss hier mit 100%iger Qualität ausgeliefert werden. Wir begleiten den Kunden wirklich von A bis Z, von der Idee bis zur Produktion. Wir können bei Evonik Logistics auch noch eine Programmierung durchführen. Das heißt, die vom Kunden bereitgestellte Software wird direkt in den Mikrocontroller programmiert. Und natürlich, wie vorhin erwähnt, das Thema Lager, Logistik. Und da gehen wir gerade auch komplett neue Wege. Sie haben gerade gesagt, Sie gehen neue Wege. Was heißt das denn genau? Ja, wir beschäftigen uns gerade mit der Implementierung des sogenannten Long-Term Storage. Viele Hersteller kündigen gerade ihre aktuellen Versionen ab. Es kommen neue Generationen, aber unsere Kunden benötigen auch die alten Versionen. Das wollen wir hier in Poing implementieren mit dem entsprechenden Equipment. Dazu haben wir noch ein weiteres Thema, das ist Third-Party-Logistik. Hier würden wir den gesamten Logistikprozess für den Kunden übernehmen, sprich Bevorratung, Verpackung und Transport. Welche Bedeutung hat das Siegel Made in Germany heute noch für Sie, wenn man jetzt auf den internationalen Markt guckt? Also das ist ein Gütesiegel und das steht ja eigentlich für Tradition, Qualität, Verlässlichkeit. Und ich glaube, da kommt es zum Image-Transfer. Ich glaube, dass der Kunde einfach das auf unser Unternehmen überträgt. Und diesen Effekt nehmen wir natürlich gerne mit und untermauern ihn täglich mit all unseren Mitarbeitern.
Für uns war ein großer Schritt, als wir von Deutschland raus nach Europa rausgegangen sind und später dann mit unserer Muttergesellschaft, mit der Avnet, auch global begonnen haben zu arbeiten. Wir arbeiten hier als ein Team zusammen mit einem Ziel, und zwar unsere Kunden pünktlich, rechtzeitig mit der richtigen Qualität zu beliefern. Auf der anderen Seite haben wir eine Firmenkultur, wo auch das Management den Mitarbeitern sehr nahe ist. Wenn Sie sich die Betriebszugehörigkeit bei EBV ansehen, dann reden wir über einen Zeitraum von größer 10 Jahren. Bei EBV reden wir von was anderem. Wir reden tatsächlich vom EBV-Spirit. Das heißt, hier ist wirklich eine Kooperation, eine Zusammenarbeit über viele Jahre entstanden. Und dass wir vielleicht am Ende auch noch blaues Blut haben, das ist schon ein Gradmesser, dass das Blau, man kann es wirklich so sagen, wir leben das. Sie sind ja Anfang des Jahres 2021 zum Präsidenten ernannt worden. Ist noch nicht so lang her, wenn wir auf das heutige Datum schauen. Worauf sind Sie dennoch besonders stolz? Ich glaube, dass wir die letzten 9 Monate in einem sehr herausfordernden Markt zusammen gemeistert haben. Das ist eine wirklich super Leistung. Und ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende für mich. Die Leistung, die mein Team, die EBV abliefert, wo ich mich als Teil des Teams fühle, das macht mich stolz.